Ja, Leute, jetzt seid mal wieder auf meinem Huawei. Ich will euch mal zeigen, es gibt im Moment zwei coole Apps, also die solltet ihr euch immer zu Gemüte führen. Wie zum Beispiel diese. Da kann man versuchen, ein Spiel zu spielen. Hä? Und das sah richtig, richtig anspruchsvoll. Richtig, richtig anspruchsvoll. Und ihr müsst da echt aufpassen, dass ihr das hinkriegt, ohne da großartig Geld dafür zu verbrauchen. Dann müsst ihr sozusagen, guck hier. Du müsstest die gleichen Symbole, wenn drei die gleichen sind, müsst ihr die einsammeln. Hä? Und das ist wirklich ohne Scheiß. Das ist nicht einfach, weil das wird immer schwieriger manchmal. Aber wenn man es schafft, kriegt man dafür wirklich Geld auf PayPal überwiesen. Das ist der absolute Kracher. Hä? Müsst ihr euch mal zu Gemüte führen. Geile App. Geile App. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt direkt. Aber. Warte mal, kann ich euch da. Gibt's da auch noch einen Link, den ich dingsen kann? Müssen Karten ziehen, dies, das. Es ist halt, ne, also du kannst nicht viel einstellen bei die Apps, aber du kannst deine PayPal eingeben und kriegst wirklich das Geld überwiesen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die App heißt, Alter. Ich wollte euch die doch zeigen. Aha, das ist die App. Lol. Ich weiß nicht, wie. Komisch. Wie gesagt, also. Was ist hier? Rangliste? Was ist hier? Das sind die Aufgaben, die man hat. Siehst du, siehst hier gar nichts über dein Konto, aber du siehst deine User-ID. Hä? Datenschutz? Was denn jetzt? Also, ja, Kontakt das, ne? Das ist sogar eine Kontakt-E-Mail-Adresse. Aber seht ihr mal, wie schwierig das ist, da einfach mal. Hier, guck mal. Das ist total blöd konfiguriert, so dass du hier gar nichts großartig gucken kannst, Alter. Geil, ne? Das muss man mal da wissen, ne? Hier, guck dich nur mal an, Alter. Du kannst dich gar nicht normal durchbewegen. Heftig, Alter. Aber die App gibt es auf jeden Fall im App Store. Ah, warte. Hier, Teil Win Cash. Ja, seht das, die zweite von oben links. So. Und welche auch cool ist, ist die da unten, Fun Steps. Ne? Die zweite von links unten. Und die links daneben ist auch cool. Also die drei sind eigentlich ganz gut, ja. Ich habe immer ein paar ausprobiert. Ja, ja, Moment. Ja, hier, da ist das CD Farm. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Hier, der erste Server, der Puli, ne? Guck mal, der bezahle ich für 100.000 Hashes in der Sekunde, ja? In meiner Bitcoin-Schürfmine. Guck, da oben hat es jetzt 83 Einheiten geschürft, das sind 3 Cent, wie du siehst, ne? Also, es ist ja jetzt nicht, dass man da wirklich richtig reich dabei wird, sondern es ist hauptsächlich dazu gedacht, Alter, dass man so ein bisschen die Auslastung abschätzen kann von der Sache. Und ich bin ja wirklich immer loyal. Ich tue ja immer die Geschwindigkeit mal ein bisschen runter auch und lasse quasi, wie will man sagen, Luft zum Atmen, wie ihr seht. Ich bezahle für 100.000 Hashes und guck mal hier jetzt auf 94. Manchmal mache ich es auch hier hin einfach, hä? Um dann auch einfach mal was zu gönnen, weil an der restlichen Rechenleistung hängen ja auch irgendwelche dran. Aber wenn ich schlafe, ne, und das wird so weit runtergedreht, dass das so total unwirtschaftlich ist, weil das ja normalerweise, hä, in 10 Minuten 20 Einheiten erzeugt. Und wir ja gesehen haben, hä? Dass das quasi in 8 Stunden und 45 in 8 Stunden und 47 Minuten Schlaf ja nur 160 Einheiten erzeugt hat. Haben die ganze Zeit, während sie mich betäubt haben, meine Rechenleistung ausgenutzt. Und das ist das, was ihr euch mal geben müsst, ja? Verstehst mich? Das ist das, was ihr euch mal geben müsst, Alter. Das finde ich einfach total zum Kotzen, Alter. Meine Fresse. Und ihr seht, Alter, guck mal. Ich mache hier wirklich Statistiken über Statistiken, Alter. Guck mir genauestens an. Was, wo, wie, ich schreibe auf und mache und tue und nehme das wirklich, ich analysiere das wirklich halt, ob das Sinn macht oder ob das weg kann, ja, ob das die Leute abzieht oder ob das vielleicht da wirtschaftlich sein kann. Und da müsst man sehen, für diesen Leihserver, ich habe 35,99 € bezahlt, hä? Und da hat jetzt gerade erst in 20 Tagen, sagen wir mal so, 18 € erwirtschaftet, hä? So. Und wenn was 36 € kostet und plus 18 € erwirtschaftet in 2 Dritteln von der Zeit, hä? Dann muss man doch auch wirklich drauf achten, Alter, dass das nicht noch so gemacht wird, dass es noch unwirtschaftlicher ist, oder?
Und da drauf gucke ich. Und das ist hier so krass, Alter. Mir die Augen sieht man schon kaum. Man guckt euch das an, Alter. Guck mal, ganz schlecht kannst du es da noch erkennen. Was die alles machen, Alter. Ich habe ja hier, guck. Ich habe ja hier den Beweis. Den Beweis. Guck. Ich habe es ja vorhin schon im Video gezeigt. Aber du siehst es hier halt kaum. Dann guckst du das in Weiß an. In Weiß siehst du das noch halbwegs, aber dort siehst du die Zeiten auch kaum. Total krass. Und das JPEG-Format, ne? Rückseiten, irgendwelche Programmierungen drauf, total krass. Aber wollte ich nicht wegschmeißen, die Blätter. He? So. Und da habe ich es halt so gemacht, als Beweismittel, klar. He? Mit Tackerklammer, gell? Klar. Und die ersten zwei sind so undeutlich, dass ich es dann größer gemacht habe. Das Größere abgedingst. Und weil ich es dann ja auch noch quasi als Beweismittel autark von mir verwendbar haben wollte, habe ich es dann auch noch beschrieben. Und ich habe den Gang, also quasi die einzelnen Schritte ja nacheinander abgeheftet, ne? Also, dass man das auch noch erkennt, ne? Übrigens, mein neuer Stempel. Er stempelt noch nicht alles hundertprozentig, aber ich habe ja immer Christian Martin schön reguliert im Jahr 2023 stehen gehabt. Und ich habe, das war ja mein altes, ne? Und ich habe den Stempel komplett umgebaut. Alter, das ist natürlich eine Messe an Arbeit, Alter. Diese ganzen kleinen, Pins umzubauen, ne? Weil das Ding ist, ich gehe auf die 40 zu und da werden die Augen auch nicht besser. Und guck doch mal, wie schwer man das erkennt, Alter, welcher Buchstabe da was ist. Weißt wie? Und dann ist es so, dass da Stempelkissen drin, hä? Und das Stempelkissen tut halt manchmal irgendwie nicht die Farbe richtig drauf machen. Ich will ein neues Stempelkissen kaufen, ja, jetzt gibt's aber für den Stempelkissen, Alter, finde ich nicht. Aber das Coole ist, dass du, das habe ich mir nämlich auch überlegt, wenn dann scheiße ich auf Stempelkissen, hä? Und mache hier die Sperre rein und lass die Sperre drin und nehme das und geh dann quasi auf das Stempelkissen, bumm, und stempel dann ab. Und dann habe ich trotzdem meinen beschriftbaren Stempel. Und weißt du, was noch total krass ist? Das muss man sich mal überlegen, hä? Das ist mir eingefallen, Alter. Das ist mir eingefallen. Ja, aber wie gesagt, das ist mein neuer Stempel, ne? Christian Martin, schön, Ermittlungen mit viel Herz und Seele, ja? Und das muss ich halt noch dazu schreiben, aber ist egal, ist mein Stempel. Und der hat nicht kritisiert zu werden, mein Stempel, ja? Wenn mein Stempel kritisiert, der ist abgestempelt. Das sage ich euch gleich, da wisst ihr Bescheid. Ja, und ey, versteht doch mal, hä? Dass ihr irgendwelche, guck mal, ihr habt Kinder und so. Und die Kinder sehen meine YouTube-Videos, hä? Und dann wollen sie mich kennenlernen und wollen einfach zu mir, hä? Dann geht doch mit die Kinder zusammen zu mir, Alter, und nehmt Kontakt auf, Alter. Und oh, ey, ich will doch eure Kinder nichts Böses, Alter. Ich will doch auch niemanden wegnehmen. Aber guck doch mal, wenn jemand so interessant lebt wie ich und das bei YouTube teilt, hä? Dann wollen die Kinder den kennenlernen. Und wenn die merken, hä? Dass jemand wie ich ehrlich zu allen ist, ja, und seine Meinung sagt und die Meinung der Schwächeren vertritt, hä? Dann stimmen die dem doch zu, Alter. Dann wollen die doch verdammt nochmal mit dem rumhängen und so. Ey, hä? Und die Kinder wollen mit mir rumhängen, Alter, und ihr verbietet sehen. Da überlegt doch mal, Alter, wenn die Kinder dann mitkriegen, was ihr alles insgesamt so vorhabt, was die Kinder von euch denken. Mehr muss ich doch da gar nicht dazu sagen, oder? Guck mal, was ich hier für coole Sachen mache, Alter. Das wollen die Kinder, Alter. Ey, hier geht's zu wie bei Inspektor Gadget, Alter. Hä? Und das wollen die Kinder halt aber in echt erleben, Alter. Hä? Oder ist nichts mit Pädophil oder Kinderfänger oder irgendwas, Alter. Die Kinder haben Gefühle, Alter. Und wenn ihr die missbraucht und verletzt, scheißen die Kinder ihr restliches Leben lang auf euch und machen euch die ganze Zeit nur noch die Hölle heiß. Ihr müsst mal sehen, dass Kinder auch Rechte haben. Hä? Und nichts, dass ich irgendwelche Kinder in Bredouille bringen will oder irgendwas. Ich möchte Kinder davor beschützen, Alter, dass die sich dann sofort so und so Pfeile für euch machen, weißt du? Wenn ihr weiter drüber nachdenkt, eure Kinder zu missbrauchen, Alter, das geht schon über Jahre hinweg, Alter. Geht das schon über Jahre hinweg, Alter. Jedes Gesetz und jede Sichtweise hat ja mehrere Blickwinkel. Aber, hä? Ihr müsst mal vorstellen. Solche guten Menschen wie ich, hä? Solche guten Menschen wie ich, versucht da als Pädophil hinzustellen, dass die Kinder Angst davor kriegen. Versucht da als Pädophil hinzustellen, dass, wenn ich immer ein Kind in den Arm nehme, dass ihr gleich versuchen könnt, mich welche Pädophilie anzuzeichnen. Ja, ich bin aber wie Peter Pan, mir folgen die ganzen Kinder. Also, wie soll denn das werden? Soll ich nicht einmal irgendeinen von meiner Mitkameraden einmal in den Arm nehmen und einmal drücken oder was? Hä? Und was sonst noch passiert, das will ich gar nicht erzählen, Alter. Das ist einfach zu grausam. Das ist einfach zu grausam. Und ich und die Kinder sind sowieso der Meinung, hä? Dass uns das eigentlich scheißegal ist, weil damit beschäftigen wir uns einfach nicht mehr. Und wenn ihr meine und den Kindern ihr Laune weiter so versaut, ja, und weiter so inkompatibel lebt, dass wir alle merken, immerzu, dass ihr nicht zu euren Gedanken steht, hä? Und alle versucht, zwischen Gedanken und Realismus zu verarschen, hä? Dann sage ich euch, wenn die Kinder sich von euch distanzieren und wenn jemanden folgen in Richtung Zukunft,
Der ist wie ich. Also quasi, die Kinder werden mit mir abhauen. Seid euch dessen bewusst.